Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Lena von Pädagogisch Wertvoll. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema der Motivation. Aus psychologischen Sichtweise heraus geht es um den Antrieb, etwas zu tun. Der Antrieb ist dabei ein Zustand des Aktivismus. Das bedeutet, wir entscheiden uns selbst aktiv dafür, in eine Handlung zu treten. Die Motivation lässt sich in zwei Teilbereiche unterscheiden. Einmal in die intrinsische Motivation und in die extrinsische Motivation. Bei der intrinsischen Motivation ist allein schon die Handlung belohnend. Motive hierbei sind Neugierde, Spaß, Interesse an etwas. Das bedeutet also, dass die Motivation von innen heraus kommt. Es gibt also einen inneren Anreiz, diese Handlung eben zu vollziehen. Anders ist es nun bei der extrinsischen Motivation. Hierbei ist an die Handlung eine Belohnung oder auch eine Bestrafung geknüpft, also ein Reiz, der von außen kommt. Die Motivation hierbei ist also von äußeren Reizen beeinflusst. Motive hierfür können zum Beispiel Lob oder eben auch Tadel sein, also eine Belohnung oder eine Bestrafung. Damit ist also die extrinsische Motivation von außen bestimmt, also von äußeren Einflüssen und Reizen. Nun spielen hierbei aber auch noch Emotionen mit hinein. Emotionen sind ausschlaggebend für beide Motivationsarten. Die Verknüpfung von Emotion und Motivation ist dabei als ein Prozess zu bewerten. Handlungen werden also nach Gefühlen bewertet. Also nach positiven oder eben auch nach negativen Gefühlen. Beispielsweise kann dann eben eine Handlung positive Gefühle hervorrufen, weil dadurch eine Neugierde gestillt wurde. Das ist dann also die intrinsische Motivation. Ich habe die Motivation, von mir alleine dies zu tun. Anders zum Beispiel, wenn die Handlung eine Belohnung verspricht. Das ist dann auch wieder ein positives Gefühl, ist aber dann aus der extrinsischen Motivation heraus entstanden, weil ich diese Handlung aufgrund der Belohnung vollzogen habe. Wenn ich also eine Handlung ausübe, welche mir Spaß macht, welche ich einfach machen möchte, weil ich es für mich tun möchte, dann ist es die intrinsische Motivation. Wenn ich eine Handlung vollziehe, welche mir vielleicht gar nicht so Spaß macht, welche ich aber aufgrund des Ergebnisses machen möchte, also aufgrund des äußeren Reizes, weil mich dort eben eine Belohnung erwartet, ist es aufgrund von extrinsischer Motivation. Das war's nun schon wieder von mir. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung da. Für weitere Fragen oder Anregungen bin ich offen. Schreibt sie mir gerne einfach unten in die Kommentarspalte. Und ansonsten sehen wir uns bald wieder. Hey, was macht ihr denn noch hier? Ihr habt hier noch was zu tun. Ich werde mich in der Zwischenzeit für euch weiter informieren.